Und hier die Hinweise für die Veranstaltung. Nein, das ist völlig falsch. Einen wunderschönen guten Morgen vom K4 in Rantum. Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier auf der Insel. Hier haben wir schon so viel gesurft und Spaß gehabt. Kann ich nur jedem empfehlen. Auch der Sonnenuntergang ist einfach fantastisch. Diese Sendung wird präsentiert von Dein Sylt, dem Sylter Veranstaltungskalender in der Printversion. Wir sind ja die Bewegt- und Bild- und Tonversion. Dein Sylt gibt es fast überall kostenlos zum Mitnehmen. Und wer die Veranstaltungen vergessen hat, der kann jederzeit auf der Webseite oder auch auf unserer Webseite nachschauen, wann und wo die Veranstaltung genau ist. Genau wie wir unterstützt Dein Sylt Sylter Künstler natürlich im Speziellen und auch Sylter Veranstalter natürlich. Und es ist eine Riesenfreude, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Und wir werden in den nächsten Tagen auch ein Interview mit Raphael Ibsen, dem Geschäftsführer, haben. Und da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Und hier die Veranstaltung zum Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Was passiert? Wir haben es so aufgegliedert nach den verschiedenen Tagen. Freitag, Samstag, Sonntag und dann jeweils in den verschiedenen Dörfern. Was passiert auf der Insel? Zum Beispiel in List, Rennstedt, Kaitum, Braderup, Hörnum, Rantum, Westerland, Munkmarsch. Ich habe alle, oder? Natürlich können wir nicht alle Veranstaltungen auf der Insel anmoderieren. Ich glaube, das wäre einfach zu viel und es würde ein abendfüllender Spielfilm herauskommen. Wir empfehlen einen Blick auf den Veranstaltungskalender der Insel Sylt auf der Webseite oder ihr schnappt euch das zweiwöchentlich erscheinende Dein Sylt Magazin, dem offiziellen Veranstaltungskalender der Insel Sylt. Wir haben die meisten Veranstaltungen von dort übernommen. Einige kleine Veranstaltungen haben wir nochmal extra drin. Das entscheidet sich dann meistens kurzfristig und so kurzfristig kann natürlich ein Printmagazin nicht reagieren, aber sie haben auch eine Internetseite, da kann man auch nochmal nachschauen. Und wir? Ja, wir picken uns die Rosinen aus dem großen Veranstaltungskuchen heraus. Und da hätten wir einige. Am 23., also heute am Freitag, beginnt um 15 Uhr das Petro Surf Festival. 3 Tage lang dreht sich alles um das Thema Porsche und Surfen. Verschiedene Ausstellungen und sogar ein Surf-Contest am 25.06. gibt es zu bestaunen. Wir sind vor Ort und werden euch am Sonntag die Highlights der Veranstaltung präsentieren. Ein Event, auf das wir uns sehr freuen, ist der Muschelrock auf der Kurpromenade in Westerland. Am Samstagabend startet das Ganze um 18 Uhr mit dem Kammerchor Sylt, der Queen-Songs interpretiert. Um 18.30 Uhr die Wunschlistenband, um 19 Uhr The Sinking Old Hippie Blues Band, um 20 Uhr The Other Mondays und um 21 Uhr Thunder Sheep. Und wer es ein wenig ruhiger mag, auch für den ist gesorgt. Sylter Künstler stellen aus, und zwar einmal in Kampen Lars Lunk im Kamphüs, sowie in der Altenpost in Westerland der bekannte Künstler Ingo Kühl. Und dann haben wir ja noch Liebe Sonne Sylt. Passt vielleicht nicht ganz hier rein, aber die liebe Monika hat ein eigenes kleines Event auf die Beine gestellt. Von Freitag bis Sonntag präsentiert sie ihre Kollektion im Eibenweg 25 in Tinnum. Und das im eigenen Garten. Natürlich gibt es noch viele weitere Veranstaltungen auf der Insel. Einfach mal auf die Webseite des Insel-Tourismus-Service gehen. Dort ist alles aufgearbeitet in den verschiedenen Kategorien und Orten. Ach so. Eine Sache noch. Es ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, auch in den Jahren davor. Hinter diesem Bretterzaun ist Schluss. Hinter diesem Bretterzaun geht es nicht weiter und da sollte man noch nicht drauflaufen. A, ist es gefährlich. Und B, brauchen wir die Bühnen, denn wenn man hier schaut, ist es nicht weit bis zur anderen Seite der Küste. Wir wollen nicht, dass ein paar neugierige Gaffer hier die Düne zerstören, der guten Bilder wegen, weil sie hier abends sitzen und den Sonnenuntergang filmen und wir dann hier diese Düne verlieren. Ist natürlich großes Kaliber, was ich jetzt raushol. Die Düne wird nicht zerstört werden, aber sie bekommt Schäden und beim nächsten Sturm frisst sich dann das Wasser immer weiter rein und irgendwann ist es dann halt soweit und dann haben wir den Durchbruch und dann haben wir 2 Inseln. Insel Sylt Süd und Insel Sylt Nord und das wollen wir nicht.